So, ich hoffe, ich kann jetzt reden und OBS nimmt nicht wieder zu früh auf. Hallo, ihr Leute, und willkommen zurück bei The Witcher 3, The Wild Hunt. Im Game Plus Modus ist ein bisschen laut gerade auf meinen Ohren. Ein bisschen leiser machen, damit ich nicht so rumschreien muss. Das Mikrofon ist eh sehr, sehr laut, weil ich es sehr nah bei mir stehen habe. Aber ja, es tut mir wieder leid, dass letzte Woche keine Parts kamen. Aber ich habe manchmal mehr Zeit, manchmal weniger Zeit, manchmal mehr Lust und manchmal weniger Lust. Und ja, deswegen, weil ich gerade sehr viel Lust auf das Spiel habe, nehme ich, glaube ich, diese Woche sogar mal drei Parts auf. Da kommt Mittwoch, Montag, Mittwoch und Freitag einer. Und ja, im letzten Part haben wir angefangen, Nebenmissionen zu machen. Wir haben ja noch sehr, sehr viele Nebenmissionen und das sind nur die normalen Nebenmissionen. Also wir haben noch einiges zu tun, bevor wir nach Skellige aufbrechen können. Im Moment sollen wir Rittersporn helfen, sein Kabarett aufzubauen, beziehungsweise das Rosmarin und Thymian auszubauen. Und ja, haben im letzten Part leider einen Faustkampf verloren und deswegen... Ich glaube, wir sind auf der Suche nach Postern. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber ja, dann begeben wir uns mal zu Rautgleck auf dem Wegelgut-Anwesen. Ich glaube, hier sind wir schon mal vorbei. Eigentlich nicht, weil da wäre ein Teleportpunkt da. So, aber das Wegelgut-Anwesen ist sehr, sehr groß. Hier ist ein Zelt, alles klar. Ah, guck mal, hier war das. Hier waren wir doch schon. Hier war das Pferderennen. Ah, ist er das? Oder ist er der Kleine? Ah, es ist der Kleine, alles klar. Ich habe keine große Wahl mehr. Komm schon, Kumpel. Das können wir nicht zulassen. Mit wem soll ich denn dann wetten? Komm, machen wir es so. Noch eine Wette. Wenn du gewinnst, zahle ich deine Schulden und wir spielen weiter. Was meinst du? Und wenn ich verliere? Eins nach dem anderen, Kumpel. Also, ich gehe los und mache meine Wette. Ah. Ich höre den Gesprächen immer mal gerne zu, deswegen. Und da sage ich dann immer mal nichts. Bist du Rautgleck? Henry Rautgleck. Künstler, Maler, Schuldner und Märtyrer meiner Kunst. Zu deinen Diensten. Rittersporn schickt mich. Oh ja, sag ihm, dass seine Plakate fertig und sicher versteckt sind. Aber ich kann nicht nach Hause gehen, weil mir da eine Bande wütender Gläubiger auflauert. Einem bin ich begegnet, glaube ich. Dann kennst du ja meine Zwangslage. Und jetzt hat Graf de Louverten mir in Aussicht gestellt, alles zurückzugewinnen. Ich soll auf ein Rennen wetten. Großzügig. Das könnte sich nicht jeder leisten. De Louverten ist ja auch nicht irgendwer, sondern der jüngste Sohn von Herzog Sein. Aus der bekannten Juwelenhändlerfamilie. Eine Schuld mehr oder weniger bedeutet ihm nichts. Worum machst du dir denn Sorgen? Das ist deine Chance, wieder auf die Füße zu kommen. Ich habe in letzter Zeit so oft Pech. Wenn ich De Louvertens Angebot annehme und verliere, bin ich ihm für immer ausgeliefert. Ich gewinne das Rennen für dich. Lass mich deine Schulden bezahlen. Du musst Ritter schon ohne sein Plakat. Ach, es kommt nicht nur die Plakate. Hör mal, ich will nur diese Plakate haben. Sag mir, wo du sie hingetan hast. Dann lasse ich dich zufrieden. Tut mir leid, das geht nicht. Ich verwahre sie zusammen mit Erbstücken, die diesen Barbaren vor meinem Haus den Sabber aus dem Mund laufen lassen würden. Dann geh und hol sie selber. Ich warte hier. Wenn ich da ohne Geld aufkreuze, hauen sie mich zu Brei. Ich muss irgendwie meine Schulden zurückgewinnen, sonst kann ich nicht nach Hause zurück. Ich bin im Überlegen, das Rennen zu machen, aber ich will nicht verlieren. Ich will nicht verlieren. Und ja, das könnte man easy machen. Ja, komm, wir versuchen mal, das Rennen zu gewinnen. Ein bisschen Action. Machen wir es so. Ich nehme teil, du wettest auf mich, gewinnst, zahlst deine Schulden und gibst mir die Plakate. Bist du so ein guter Reiter? Jedenfalls nicht der Schlechteste. Sag dem Grafen, dass du das Angebot annimmst. Oha, oha. Ich hätte gern vorher gespeichert. Mal schauen, wie das Rennen wird. Ja, mir fehlt meine Rennmusik. Rennmusik, setze ein! Aber Rennen sind eigentlich nicht so schwer, es geht. Vor allem, wenn man den Gegner irgendwie ausbremsen kann oder so. Oder weiß, wo man ein bisschen... Ausdauer wieder zurückgewinnen kann. Ja, hier liegt auch schon ein Stückchen hinter uns. Ich glaube, die Strecke war nicht so groß. Mir fehlt gerade die Musik. Ich
Ich brauche meine Motivation zur Musik zum Reiten. Ja, das sollte doch machbar sein. Jetzt ein bisschen Gas geben, damit er uns nicht überholt. Aber ich glaube, das sollte in trockenen Tüchern sein. Und zack. Sehr schön. So muss das laufen. Danke. Das hätte ich nicht erwartet. Darf ich fragen, womit ich deine Großzügigkeit verdient habe? Sagen wir einfach, dass ich hin und wieder gerne eine gute Tat tue. Können wir jetzt diese Plakate holen? Ich bringe sie ins Rosmarin und Thymian, sobald ich meinen Verpflichtungen nachgekommen bin. Prima. Wir sehen uns dort. Das klingt auch ganz gut. Sehr schön. Haben die Sache auch erledigt. Kehre zu Ritterspron zurück. Ich möchte nochmal kurz hier den Teleportpunkt. Armeisterlich gefertigter Sattel haben wir bekommen. Aber ich glaube nicht, dass er schneller ist als den, mit dem wir gerade haben. Wo ist denn das? Ah, davor. Bin ich blind oder... War hier nicht irgendwo ein Teleportpunkt? Was ist das? Ah, ein Gedächtnisrennen. Ich glaube, hier unten. Ah, der da. Und mal kurz markiert und dann kehren wir mal zurück. Zum Rosmarin und Thymian. Und schließen damit hoffentlich die Quest ab. Und können uns dann in die nächste Nebenquest begeben. Aber ich glaube, das wird noch ein paar Parts weitergehen. Aber ja, die Nebenquests haben wir eigentlich. In manchen Fällen sogar genauso viel Handlung oder genauso viel Tiefe wie manche Hauptquest. Was ich an dem Spiel wirklich sehr, sehr liebe. Dass einige Nebenquests wirklich super ausgefertigt oder ausgearbeitet sind. Ups, der kurz auf den Zaun springen. Ja, das sieht doch schon mal gut aus hier. Ui, schick, schick. Ich hab's dir gesagt, es ist ein trauriges, das gefällt mir. Es bedarf einer Molltonart. Aber ich wollte... Alles verderben. Wir beginnen in E-Moll. Es gibt ja sehr, sehr spannende Gespräche. Ah, die Truppe hat hart gearbeitet, wie ich sehe. Nicht übel. Ich liebe es. Vor allem diese Ausstaffierungen an der Wand. Haben wir doch richtig ausgesucht. Hast du die Plakate bekommen? Rautleck hat gesagt, dass er sie selber bringt. Er müsste bald hier sein. Wunderbar. Besser kann ich das Chamäleon nicht bewerben. Du hast gar nicht erwähnt, dass du den Namen änderst. Rosmarin und Thymian war nicht verkehrt, aber man assoziiert temerische Küche damit, serviert von Kellnerinnen im Bauernaufzug. Ein Chamäleon passt viel besser zum Kabarett. Außerdem betont der Name, dass der Ort jetzt ganz anders aussieht. Klingt insgesamt einfach besser. Na, gute Idee. Was ist mit der Choreografie? Habt ihr für die Eröffnung was Besonderes vorbereitet? Nicht wir, sondern Polly. Sie ist unbezahlbar. Kam rein und hatte die Mädchen auf Linie, bevor ich Unterwäsche sagen konnte. Bei der Premiere wird es stehende Ovationen geben und kniende gleichzeitig. Alles klar. Dann ist wohl alles bereit. Wann ist die Eröffnung? Bald. Wir haben in einer Stunde Kostümprobe. Ich muss nur noch schnell mein Kleid holen. Danke für alles. Keine Ursache. Meine Träume vom Kabarett werden wohl wahr. Zur Feier eine Runde auf meine Rechnung? Ja, natürlich. Warum nicht? So lobe ich mir das. Der Vorarbeiter hat dich und Priscilla reden sehen. Das stimmt. Und? Hat sie was über mich gesagt? Ja, dass du fett bist, du stinkst. Ist er deine Vernunft gelobt? Ja, das stimmt tatsächlich. Weiß ich nicht mehr. Oh, komm, wir sind mal ehrlich. Sie hat was gesagt, was mich an ihrem Verstand hat zweifeln lassen. Was denn? Dass du verantwortungsvoll bist und mit beiden Beinen auf dem Boden stehst. Du nimmst mich auf den Arm. Diesmal nicht. Ja, er wirkt dir trotzdem ungläubig. Meins lässt mir keine Ruhe. Wie hast du Sophronia dazu gekriegt, dir was zu leihen? Oh, das war nicht einfach.
Unsere Vorstellung hat sie so aufgeregt, dass ich ihr 4 Stunden lang was vorlesen musste. 4 Stunden lang der Mantel und der Degen. Das heißt, ihr habt also nicht... Bist du irre? Für wen hältst du mich? Für Rittersport. Sie verspätet sich. Natürlich. Sie weiß, wie wichtig mir dieser Abend ist. Natürlich weiß sie das. Sie wirft sich bestimmt nur in Schale. Das dauert, weißt du? Dann ist es wahr. Die Eitelkeit der Frauen kennt keine Grenzen. Meister Rittersporn. Priscilla. Sie... Was? Sprich, Mann! Sie ist schwer verletzt. Sie wurde angegriffen. Man hat sie ins Wilmerius-Hospital gebracht. Angegriffen? Sie ist verletzt? Geralt, komm mit, bitte! Natürlich. Gehen wir. Alter, können wir die Ruhe haben? WTF? Oh Mann, Priscilla. Götter, Priscilla! Wird sie es überleben? Das halte ich für sicher. Ihr Zustand ist ernst, aber stabil. Verzeihung, aber bist du ein Verwandter? Verwandter? Nein, ein Freund. Ein sehr naher Freund. Rittersporn, stimmt's? Den Namen hat sie erwähnt, als sie kurz bei Bewusstsein war. Ich bin Joachim von Graz, Chefarzt der Chirurgie, bis vor kurzem Dozent an der Akademie zu Ochsenfurt. Der Form ist Genüge getan. Was hat sie für Verletzungen, abgesehen vom Auge? Da wären ein Commotio Cerebri mit kranialem Ödem, dazu eine laryngale Inzision, ferner zervikale und ösophagiale Verätzungen. Jemand hat sie gezwungen, eine kaustische Flüssigkeit zu schlucken. Alles klar. Jetzt war es kein Rüberfall. Wer hat dir das angetan? Ja, das ist bei mir gerade die größere Frage. Wer könnte das getan haben? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie nicht das erste Opfer dieses Täters ist. Ja, alles klar. Wie kommst du darauf? Ich habe diese Verletzungen schon mal gesehen. Sehr alltäglich sind sie ja nicht. Gerade diese Woche ist eine Leiche mit ähnlichen Verletzungen in der Leichenhalle aufgetaucht. Und ohne Herz. Das, Herr? Das hätte Priscilla also auch passieren können? Wird der Vorfall untersucht? Wir sind in Novigrad. Hier brennen nur die Unschuldigen. Geralt. Ich weiß, du hast was gut bei mir, 100-fach. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Finde den Bastard, der das getan hat. Finde und töte ihn. Du musst mich nicht überreden. Komm schon, Rittersporn, überlegen wir, was wir tun können. Ich würde vorschlagen, dass wir die Leiche des vorigen Opfers untersuchen. Sie muss noch seziert werden. Dabei könnten wir auf Hinweise stoßen. Keine schlechte Idee. Schaut nicht so perplex, meine Herren. Als Arzt weiß ich um die Bedeutung von Präventivmaßnahmen. Ich würde nicht warten, bis dieser Irre wieder zuschlägt, sondern eine sofortige Exzision anstreben. Wie bei tumorösem Geschehen. Die Analogie in allen Ehren, aber dieser Tumor wird nicht da sitzen und auf seine Exzision warten. Ich weiß die Hilfe zu schätzen, aber ich bezweifle, dass du weißt, worauf du dich einlässt. Das weiß ich sehr gut. Und ich versichere dir, ich kann auf mich aufpassen. Leichter gesagt als getan. Vor allem, wenn man sein Leben lang ein Skalpell geschwungen hat und kein Schwert. Sieh dir diese Narbe an. Nur Mut. Hast du eine Ahnung, was solche Spuren hinterlässt? Ein Flegel. Ein Morgenstern vielleicht. Was glaubst du? Habe ich den Schlag am Operationstisch kassiert? Lass mich wiederholen. Ich weiß, was ich tue. Und ich will helfen. Ja gut, ich glaube, damit hat er uns auf jeden Fall überzeugt. Ob man mich in die Leichenhalle lässt? Durch den Haupteingang? Sicher nicht. Aber man kommt auch durch die Kanalisation rein. Die Kanalisation? Bist du da öfters, Doktor? So oft es zu präventivmedizinischen Maßnahmen erforderlich ist. Alternative Behandlungsmethoden. Aggressive, schätze ich. Interessant. Wir können das unterwegs besprechen. Bereit? Bereit. Bereit und neugierig. Na, sehr neugierig. Wer immer es war, ich werde ihn kriegen, Rittersporn. Selbst wenn's Hierarch Hemmelfahrt ist. Danke. Ganz ehrlich, wer könnte das sein? Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Um ehrlich zu sein. Geh voran. In dem Spiel passiert einfach so viel.
Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem, statt an den Folgen arbeiten? Ich habe versucht, die Tempelwache in die Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Dreister Idiot! Ach, er hat auch eine Waffe. Er hat zumindest eine Armbrust. Zack, voll der Lag erstmal. Tja. Ich sehe nichts. Und ein Wasserweib. Nein, Geralt. Ah. Oh, puh. So, kurz was essen. Damit sich unsere Gesundheit wieder regeneriert. Hm, hier ist, glaube ich, überall nichts. Mehr Trunkene. Na los. Priscilla, wie sieht es aus? Oh, ich muss mal kurz. Was ist denn hier? Schwertreparaturset. Zack. Was ist das für eine Waffe? Ist das die, die wir tragen sollten? Nein. Wieso haben wir noch ein stumpfes. Das war von der Theater... Alter, wir haben seine Theaterverführung, das ein anderes Schwert. Alles klar. Ich sag nichts. Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen. Aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Oh Mann. Wieso? Wieso und von welchem Schwein wurde dir angegriffen, ganz ehrlich? Nein, Geralt, fall nicht wieder runter. Danke. So, hier lang. Ich glaube, wir dürfen es vielleicht geschafft haben. Nein, hier ist eine Leiter. Kurz die Fackel aus. Alter, es ist dunkel. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Hochwürden Nathaniel Pastodi. Also gut. Wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Ja, alles klar. Das ist er nicht. Ja. Ist er das? Den hier haben offenbar Nekrophagen erwischt. Suchen wir weiter. Aber wir können jeder untersuchen, das ist menschlich. Falsche Leichensorte. Mal gucken. Hier vielleicht. Das muss er sein. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht geschlechtsspezifisch. Oder vielleicht das. Ein Zwerg, aber die Hände, nicht die eines Schnitzers, eher die eines Bankiers. Suchen wir weiter. Dann vielleicht er hier. Spielen ja. An den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Wir fangen mal ganz oben an. Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat zum Beispiel? Sieh da, sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell. Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten. Und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder... Ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche vermutlich. Sehr fein.
Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Bitte, F, wer tut sowas? So, Torso. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Wieso hat er einen Pfeil in der Hand? Ist wirklich in der Hand stecken. Ich liebe die Bugs manchmal bei Witcher. Oh, was ist das? Ein Ei. Ein Amphibienei von einem Salamander. Versenkt, aber intakt. Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Ich finde schon, dass Formaldehyd eine neue Erfindung ist. Wenn wir hier im Mittelalter sind, gab es das im Mittelalter schon? Ich bin mir gar nicht sicher. So, machen wir weiter. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Die Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Also gut, ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Du hast eine Strafe, kein Motiv, damit aber wahnsinnig. Ich behalte mir Schlüssel wieder für... Ja, ich habe auch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Wie ein Ritual ist es gar nicht. Es war eine Strafe, das könnte eher sein. Es wirkt eher wie Strafe, kein Motiv, der Mörder ist wahnsinnig. Ich behalte mir den Schlüssel lieber für mich. Es wirkt eher wie eine Strafe, würde ich sagen. Wenn er schon gefesselt war und irgendwie so ätzendes Zeug schlucken musste und was weiß ich. Eins ist sicher, das war eine Bestrafung. So foltern doch noch nicht mal die Hexenjäger. Welche Sünde sollte das gewesen sein? Das weiß nur der Mörder. Und so werden wir ihn finden. Oder sie. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Reyk, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen.
Dann raus damit. Aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Ihr seid alte Freunde? Hubert hat mir die Grundlagen der Medizin beigebracht. Vor langer Zeit. Und nicht sehr erfolgreich. Bestimmte Prinzipien hast du immer noch nicht verinnerlicht. Beispielsweise, dass ein Arzt die Kranken behandelt und nicht die Welt rettet. Du hast dich gar nicht verändert. Ein Kompliment? Nein, eine Tatsache. 30 Jahre. Und kein bisschen verändert. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Badin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber... Das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Einen anderen Weg? Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Danke. Ja, da können wir trotzdem von Glück reden, dass Priscilla auch nicht umgebracht wurde. So wie der Zwerg. Der hat immer noch den Pfeil in der Hand. Alter, diese Bugs in dem Spiel. Das fand ich einfach zu witzig. Nathaniel, wer ist das? Ein Halunke, ein Bastard. Wie jeder Mann, der die Robe des ewigen Feuers trägt. Die meisten sind Halunken, bevor sie die Robe anziehen. Ja, das stimmt auch wieder. Trifft auch auf Nathaniel zu. Bevor er die Robe trug, war er Folterer. Vor allem auf Frauen spezialisiert. Später hat Hierarch Hemmelfahrt ihn beauftragt, die Leichenhalle zu leiten. Er spricht sich mit der Tempelwache ab. Überwacht Einäscherungen, hält Begräbnismessen im Tempel auf der Insel ab und so weiter. Traumberuf. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ja, das stimmt wohl. Ich glaube, er hätte uns auch nicht reingelassen. Mal, um es von einer Seite zu sehen. Ich trinke dich nicht, ich entscheide, wenn ich genug gehört habe. Ich will dich nicht drängen. Danke, ich habe nichts zu verbergen. Es ist nur eine alte Wunde. Unverheilt. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Oh Mann, da wollte ich so viele Nebenquests angehen und jetzt... Aber naja, Priscilla hilft mir natürlich. So, wir haben doch hier direkt was in der Nähe. Das ist... Ah, der Leichensammler. Mit dem können wir eigentlich theoretisch noch reden, würde ich sagen. Verdammte Banditen! Man kann nicht mehr auf die Straße raus! Wo haben sie was ist hier passiert? Monster müssen sie gejagt haben. Die ganze Stadt ist jetzt voll von... Wie sie alle hier rumstehen, ey. Wie so Gaffer. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Einer von denen? Gab es also noch mehr solche Leichen? Oh ja. Bettler, Gassenjungen, Bordsteinschwalben. Einer davon war so stattlich, dass ich sie in Teile schneiden musste, um sie auf den Karren zu kriegen. Schlüpfrige Schnepfe nannte man die wegen. Über manche Dinge schweigt man besser. Was ist mit den Einzelteilen passiert? Was meinst du?
Hochwürden Nathaniel hat angeordnet, dass sie verbannt werden. So eine Schande. Schande? Warum? Ach, schon gut. Noch etwas, worüber man besser schweigt. Irgendwie kommt mir der Typ ein bisschen komisch vor. Ich weiß auch nicht. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja, ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Oh, ganz ruhig. Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt? Das erste hätte ich gerne gemacht, aber komm, wir fangen keinen unnötigen Streit an. Geh mir aus den Augen. Sofort. Was ein Arsch, ey. Was ein Arsch. So, als nächstes dann in die Richtung, aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Oh, die Sonne scheint. Interessant. Mensch, hast du Angst? Wieso sagt Geralt plötzlich interessant? Ja gut, ich hinterfrag's mal nicht. Boah, das sieht schon cool aus. Aber ja, im nächsten Part machen wir da weiter bei dem Fall. Und hoffentlich finden wir heraus, wer Priscilla das angetan hat. Und den anscheinend anderen Leuten, denen das doch passiert ist und die es nicht überlebt haben, leider. Mann, von einer dem Quest in die nächste. Es geht Schlag auf Schlag und ja, Geralt hat immer was zu tun, der Arme. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Und ciao.